Servus Leute, ich begrüße euch heute wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zwar nehme ich euch heute einfach wieder durch meinen Tag mit. Mal schauen, was wir alles so machen werden. Auf jeden Fall, es ist jetzt 10.30 Uhr und ich werde mich jetzt gleich auf den Weg ins Gym machen. Da habe ich noch Greens und Strong stehen, werde ich euch natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinken, könnt ihr abchecken. Es ist mein Daily Zaubertrank, so nenne ich es immer. Und gerade eben, also ich koche mir jetzt auch noch 4 Eier, glaube ich, oder 5, ich weiß es nicht. Werden dann auch noch reingehauen und dann wird sich ab ins Gym, auf den Weg ins Gym gemacht, sorry. Und was ich euch sagen wollte, richtig krank einfach nur. Mir hat jemand auf Insta geschrieben, der heißt Jakob, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat mich so gefragt vorgestern, ob es möglich wäre, dass er seinem Freund sozusagen zum Geburtstag schenkt, mich zu treffen und so weiter. Ich habe gesagt, ja gerne, ich bin immer für euch da, jetzt sage ich mal so. Also ihr könnt mich gerne immer ansprechen, wenn ihr mich sieht oder so. Freut mich ja selber extrem. Und ja, er hat mir halt dann geschrieben, ja, wir würden aus München kommen. Ich habe, Alter, als ob. Das heißt, die fahren extra zu zweit, der eine weiß davon nichts, aus München nach Wien ins Top Gym, um mich zu treffen und wir werden wahrscheinlich ein bisschen zusammen trainieren, plaudern, sie können mir Fragen stellen, Fotos machen und so weiter. Das heißt, das wird richtig geil. Ich freue mich schon extrem und ja, jetzt werde ich noch schnell essen, ein bisschen Energie tanken und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns dann wahrscheinlich aus dem Gym wieder. Peace. So, Freunde, im Gym angekommen, gibt es noch eine Ladung EAAs von Rocker. Wie immer natürlich, ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Werden wir die zusammenmischen und dann schnell aufwärmen und dann ab ins Brustrückentraining. Ich bin so hyped. Die zwei Kollegen aus München sind auch schon da, das heißt, wird lustig. Bin etwas nervös, muss ich ehrlich sagen, aber es wird natürlich geil, Leute. So, Freunde, wir sind jetzt, wie ihr sehen könnt, schon auf der Gymfläche und ich habe jetzt die zwei Kollegen getroffen. Servus, stell euch die einfach mal vor. Ja, ich bin der Louis, ich bin 21 alt geworden und komme aus. Er hat heute Geburtstag, Freunde, er hat heute Geburtstag. Also nochmal alles Gute an dich. Danke. Er hat das Ganze organisiert, genau. Glaube ich, wenn mich nicht alles genau, hat. Er weiß nichts. Wir sind halt einfach nach Wien gefahren. Ich habe gesagt, ja, wir gehen ein bisschen pumpen und so. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, wir treffen den Manuel, weil er feiert dich übertrieben und so. Danke, danke. Ja, genau, also wir sind aus München und ja. Haben uns gedacht, wir schauen bei dir vorbei. Perfekt, Freunde, es ist wirklich eine Ehre für mich. Also ich kann das nicht in Worte fassen. Es ist einfach nur undenkbar, was auch immer. Ich würde sagen, Leute, wir starten jetzt ins Training, wärme mich jetzt auf und dann geht's los mit Brustdrücken. Wir starten jetzt mit Bankdrücken, Leute, beziehungsweise an dieser Maschine. Ihr wisst Bescheid, Flavio ist auch dabei. Und natürlich die zwei Jungs aus München. Wird jetzt, glaube ich, ein richtig geiles Training, auch wenn wir sehr viele sind. Ich weiß nicht, Leo trainiert nicht mal mit, also wir sind zu viert. Aber wird trotzdem ein nices Training. Ich habe Bock drauf. Und was ich noch sagen wollte, schreibt es mal gerne in die Kommentare, beziehungsweise lasst mir dafür ein Like da. Wenn ihr das feiert, wenn ich so vielleicht mal Zuschauer mitnehme ins Training, mit denen zusammen trainiere, mich unterhalte und so weiter. Weil ich persönlich finde das eigentlich richtig geil. Also lasst mich das wissen und ihr könnt schon sehen, ich bin so am Sweaten. Es ist so heiß einfach nur. Es hat 25 Grad, glaube ich, draußen. Im Gym dadurch noch heißer, aber nichtsdestotrotz wird gepumpt, Leute. Ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really? Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me in the lobby, time to board a bus and get it in. $100,000 conversation with investors telling me they want it in. Now some women from around the way always call me when they in a jam. Used to give them all the time of day, now they're scrolling through my Instagram. Was drückt ihr normal auf der Bank? Auf der Bank, vor der 80, 15 Mal gedrückt. Ja, wie drehe ich auf in jeder? 100 Kilo, das erste Mal. Oh. Leute, die Maschine ist einfach Killer. Was findet ihr besser? Jetzt schon, ihr habt sie zum ersten Mal, glaube ich, gemacht, oder? Ja, zum ersten Mal. Maschine oder freies Bankdrücken, wenn ihr... Leider Maschine. Maschine, ja, geiler? Maschine. Maschine. Ich sag's euch, die Maschine ist einfach Bombe. Also ich muss sagen, Brust hat auf jeden Fall die Stärke aus. Ich glaube, sie haben davor noch 2 Sätze freies Bankdrücken gemacht. Jetzt noch da 3 Sätze mit 100. Einfach nur abnormal. Übelst rot, ey. Riesen Props an dich, ehrlich. Zweite Übung, Leute, Latzen. Mal schauen, was die Jungs da so drauf haben. Was zieht ihr so am Latzen? Boah, 40 Kilo, 50 Kilo, schauen wir mal. Also mal schauen, Ausführung sieht auf jeden Fall top aus, muss ich sagen. Wie immer, Leute, 2 Aufwärmsätze, dann schmeißen wir uns ran ans Arbeitsgewicht. All I hear, go get the money, so I go get it.
Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. All I hear, go get the money. So I go get it. Hate means I do something right. So I'ma let him. Yeah, I'ma let him. Yeah, yeah. Yeah, I'ma let him. I hit the nail on the head. Yeah, yeah, I'ma let him. Early bird, go get the worm. Worm in the dirt. I could show you what I'm worth. My hands in the dirt. From where they look when you not, a hand in your purse. Hell if you think I'm last, hey, last should be first. First, 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 first. Go ahead and go feast your eyes. Chefing up, cooking them pies. Leaving no slice, believe on the guy. Who in demand and who got supplies? You on the land, me I'm fly. Look at the miles, I'll be in skies. Right by my side, miss, look at them thighs. Up in Dubai. Also Freunde, ich wollte euch jetzt mal nur kurz sagen, beziehungsweise ich werde jetzt den Kollegen fragen, Jakob heißt er, was er eigentlich gerade so macht, sprich ob er, im Aufbau ist, ob er Diät macht oder was. Also erzähl mal, was genau. Deine derzeitige... Genau, also ich bin jetzt seit 7 Wochen ungefähr wieder im Aufbau. Davor habe ich ungefähr 80 Tage diätet, habe da 10 Kilo abgenommen, von 90 auf 80 Kilo runter. Und jetzt habe ich wieder vor, am Aufbau zu machen. Möglichst lean, aber ist immer schwierig, Essen ist geil. So wie ich, Freunde. Genau. Auf jeden Fall zeigt uns jetzt mal genau, wenn man das erkennt, das war schon wieder im Aufbau. Das ist auf Pause, glaube ich. Ah, ja, genau. Da warst du wieder kurz im Aufbau. Genau, also da waren die Carbs schon drin, sozusagen. Warte, ich hoffe, es ist scharf genug, aber man sieht das immer. Legs auf jeden Fall schon echt stabil, muss ich sagen. Respekt an der Stelle, ehrlich. Danke, Manu, danke, danke, danke. Jakob hat mich vorhin gerade gefragt, wie ich das schaffe, sozusagen dafür, dass ich so viel esse und so weiter, so lean zu bleiben. Und ich muss euch sagen, Leute, ich würde es euch gerne beantworten, aber abgesehen davon, ich finde gar nicht mal, dass ich so lean bin, ehrlich gesagt. Ich habe den Jungs gerade meinen Bauch gezeigt, auf No Homo natürlich. Aber sie meinen so komplett eskaliert. Also, da sind die Erdbeeren mit Sauerrahm. Nein, ich weiß selber nicht. Anscheinend habe ich wirklich Glück mit meiner Fettverteilung oder was auch immer, Leute. Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber ich würde sagen, wir pumpen jetzt weiter. Es geht weiter mit Latzug. 3 Sätze haben wir noch vor uns oder 2. Und dann geht es noch weiter schon zur zweiten Brustübung. So, Freunde, erstes Mal 65 Kilo drauf. Ich habe davor schon einen Satz mit 60 gemacht, gingen auf 12 mal easy. Also mal schauen, wie die 65 gehen. I need to know everything, who in the what and where I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Einfach mal 65, 12 Mal, hätte ich wirklich nie gedacht. Ich werde jetzt wahrscheinlich auf 70 gehen, weil, boah, ich bin so aus der Art, ich sag's euch, weil Wiederholungsradius, Paul meinte 8 bis 12, ich habe jetzt die 55, 12, 60, 12, 65, 12, das heißt, jetzt schauen wir mal die 70. Ziel wären auf jeden Fall 8 Wiederholungen. Dann gab es eine richtig heftige Steigerung das Training. Und wie viel macht er? 75. 75. Er will mich komplett verarschen. Er hat gerade eben noch 55 gemacht. Jetzt haben wir 75. Let's go, komm. Eine Wiederholung noch. Let's go. Da gehen noch 2. 2. Eine noch, komm. Sehr stark. Ja, 16. Sieger, du hast gerade eben noch 55 gemacht. Ja, es waren ziemlich 16 Wiederholungen. Er nimmt mich komplett hops. Unfassbar. Leute, einfach nur, macht richtig Bock. Einfach nur geil, ich sag's euch. Würde mich wirklich freuen, schreibt es in die Kommentare, wenn du so ein Format feiern würdest, wo ich mit, sagen wir mal, Fans oder Leuten halt mit... Ihr wisst, was ich meine, trainiere jetzt. Also mir macht es auf jeden Fall echt Spaß. Ich glaube, ihr merkt es. Und jetzt wird weiter trainiert. Latz sind durch, Freunde. Er hat einfach nochmal 80 Kilo bewegt. Das war echt abnormal. Jetzt sind wir bei der nächsten Übung. Schrägbankdrücken. An der Maschine wärmen uns wie immer noch auf. Und dann haben wir uns aber schon, wie gesagt, wie immer an die Arbeitssätze. 4 Sätze sind dran und... Ja, Training läuft auf jeden Fall. The South Side, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here, we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. From the South Side, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more. So, ich würde sagen, dann fragen wir mal die Jungs, wie lange sie schon trainieren.
Fangst du? Geburtstagskind. Ich trainiere seit ungefähr 1,5 Jahren. Genau. Also wirklich Props gehen raus. Echt stabil auf jeden Fall. Also ich bin jetzt aktiv seit 2018 dabei. Februar, also 2 Jahre und 4 Monate. Packst du Quetschte heute. Also wirklich richtig nochmal einfach nur krank, auch was sie an Kraftwerten haben. Für Form muss ich sagen, einfach nur Respekt an euch beide. Ehrlich. Geil. Auf jeden Fall auch ich, es tut mir leid, Leute, falls ich mich so oft wiederhole, aber ich muss nochmal ein riesen Dankeschön an die zwei ausrichten, dass sie einfach diesen kranken, ich weiß nicht, 4,5 Stunden den Weg machen hier ins Top Gym. Wir sagen Danke. Gutes Geburtstagsgeschenk. Hey. Bestes Geburtstagsgeschenk, auf jeden Fall. Also, das freut mich auf jeden Fall wirklich von Herzen, ehrlich. Was Bestes können Sie mir wünschen? Also wirklich, Leute, freut mich extrem. So, Freunde, zweite Rückenübung. Los. 3 Sätze stehen wieder an. 45 Kilo sind drauf pro Seite. Ich würde sagen, es geht los. Southside, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. From the south side, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route. Wir sind jetzt bei der letzten Brustübung, Leute. Und zwar die alte geliebte Butterfly-Übung. Einfach nur richtig geil. Und ich werde jetzt mal die Jungs fragen, was sie eigentlich so bis jetzt zu den Übungen sagen, wie sie die Übungen finden. Und beginnen wir gleich mal bei Jakob. Trainingsplan tipptopp, Übungen geil, vor allem die Maschinen im Gym. Bombe, ey, sowas haben wir nicht. Der Butterfly ist geil, die Brustmaschine. Besser wie Bankdrücken, ist leider so. Top Gym, einfach das beste Fitnessstudio in ganz Wien, auf der ganzen Welt, ich sag's euch. Das Geburtstagskind werden wir jetzt auch gleich fangen, aber das ist gerade bei der Übung. Das heißt, wir warten jetzt mal kurz. Was hast du so bis jetzt zu den Übungen? Also ich finde auf jeden Fall auch ziemlich geil. Also ich mache die meisten Übungen auch selber daheim. Und ja, es also macht mega Bock. So muss das sein, Leute, das freut mich natürlich auch. Und ja, jetzt haben wir noch die letzten paar Arbeitssätze bei der Butterfly-Maschine raus. Flavio natürlich auch immer dabei. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Übung, und zwar Rudern. So, Freunde, ich muss jetzt die Kamera etwas näher halten, beziehungsweise Flavio muss mich etwas näher filmen, weil es wird gerade gestaubsaugt im Hintergrund. Das heißt, ich hoffe, man hört mich gut. Ah, jetzt ist gerade ausgegangen. Oh, wieder an. Auf jeden Fall sind wir bei der letzten Übung angekommen. Rudern, 60 Kilo sind drauf. Und wir schauen jetzt einfach mal, was geht. 3 Sätze. Letzte Übung, also nochmal die ganze Energie reinhauen, Leute, und dann sind wir schon fertig im Training. Southside, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no route here. From the south side, we warriors. My bloodline, vainglorious. My storyline, victorious. Ain't just me, it's more of us. And we out here. We all in, no doubt here. Chase money bags, no clout here. Go dead in, no round. Leute, das ist geisteskrank, was der Typ für eine Kraft hat. 75 Kilo. Nicht mehr normal. Das ist schon der 10. Rap oder so. Krankhaft. Let's go. Komm, 2 noch. Eine noch, komm. Push! Alter, was geht mit dir? Geil, man kann schreien in dem Gym, das ist geil, man kann stöhnen, das ist geil, Mann. Er hat mir vorhin erzählt. Also erzähl nochmal die Story. Ja, bei uns im Gym stöhnen geht gar nicht, laut, Gewichte fallen, no go. Beugen mussten mit Schuhen. Ich meine, so was man sagen muss, hier ist es eigentlich auch ein No-Go, aber es juckt einfach niemanden. Aber man kann jetzt sagen, das Gym, wo wir trainieren, ist trotzdem mega geil, weil ich arbeite dort. Ich feier's. Das muss er jetzt sagen. Ich feier's trotzdem. Geil, top Leute. Aber heute, das sind so Sachen, die stören mich heute. Du bist doch. Ehrliche Meinung. Verstehe ich einfach. So, Freunde, das war's mit dem Training. Brustrücken stand heute an, wie ihr wahrscheinlich fest bemerken konntet. War echt ein geiles Training. Auch nochmal danke an die Jungs. Sind extra, ich sag's jetzt zum 50.000. Mal, aber wohl. Sind extra aus München angereist. Einfach nur wirklich nochmal ein riesiges Danke, Manuel, dass wir kommen durften. Danke. Gerne. War uns eine Ehre.
geiles Training. Nochmal kurz zur Story, wie das dazu gekommen ist. Ich habe einfach geschrieben, ich habe durch Zufall die Nachricht gelesen, weil er meinte, weil er hat heute Geburtstag. Also Leute, alles Gute an ihn nochmal. Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wünscht ihm einen schönen Geburtstag. Auf jeden Fall hat er mir einfach so geschrieben, wäre es vielleicht möglich, dass wir nach Wien kommen und einfach so für sein Geburtstag eine kleine Überraschung machen. Ich habe gesagt, gerne, ich mache das wirklich gerne, Leute. Und ja, so ist es dann dazu gekommen. War wirklich geil, hat mich extrem gefreut. Und habt ihr noch irgendwas zu sagen? Danke, Manuel. War uns eine Ehre, mit dir zu trainieren. Geiles Training, geile Brustmaschine, geiles Chip. Ja. Hat Spaß gemacht. Tipptopp. Ja, also, es war ein unvergesslicher Tag und ich kann mich nur herzlich bei Manuel bedanken. Ich kann mich nur herzlich zurückbedanken, wirklich, hat mich so gefreut, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ehrlich. Na dann, Burschen, ich wünsche euch eine schöne Heimreise, hat mich wirklich gefreut. Hoffentlich sieht man sich vielleicht mal wieder, Fieber oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es hoffentlich nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Hoffentlich nicht, ne. Und mal schauen, für mich geht es jetzt wahrscheinlich ab nach Hause, essen. Ihr wisst Bescheid. Essen, ja. Wir sehen uns dann. Essen ist angerichtet, Leute, und ich sag's euch, es gibt einfach nichts Geileres. Lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen. Nudeln, die sind gerade ganz unten. Tut mir leid, die sieht man nicht so gut. 400 Gramm Chicken drauf und nochmal so circa 50 Gramm Parmesan gerieben. Einfach nur Beste. So geil. Es wird sie jetzt reingehauen. Dafür werde ich eh locker eine halbe Stunde oder so brauchen oder 25 Minuten. Aber ich muss sagen, es ist meine zweite richtige Mahlzeit heute. Das heißt, Hunger ist auf jeden Fall da. Und jetzt lasse ich es mir mal schmecken. Bis gleich, Leute. So, Freunde, nach dem Essen brauche ich jetzt wirklich einen kleinen Verdauungsspaziergang. Und zwar bin ich jetzt Gassi kurz mit meinem Hund. Und oberkörperfrei natürlich, wie immer, Freunde. Bisschen Sonne tanken währenddessen. Einfach nur 10, 15 Minuten gehen und dann werde ich mich kurz ins Bett hauen, vielleicht ein paar YouTube-Videos schauen, kurz entspannen und mal schauen, was dann noch so ansteht. Einfach mal fast eingepennt gerade, wirklich. Ich bin so K.O. Ich werde mich jetzt, glaube ich, auch gleich wieder hinlegen. Wollte nur noch kurz, weil mir fehlt noch Eiweiß und so weiter. Deswegen habe ich mir jetzt eine doppelte Portion der Vegan gemacht. Werde ich euch unten natürlich verlinken. Mit 500 Milliliter Wasser, 60 Gramm. Wird sich jetzt reingegönnt und dann werde ich mich aber auch, glaube ich, schon wieder direkt ins Bett begeben. Vielleicht kurz eine halbe, dreiviertel Stunde so einen kleinen Powernap machen. Mache ich in letzter Zeit echt gerne, weil die Trainings zwar recht, also viel kürzer als früher sind, aber einfach extrem intensiv und ja, ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich die Zeit habe, dann nutze ich das gerne für so einen halbenstündigen, dreiviertelstündigen Powernap. Das heißt, Shake wird runtergesoffen und dann wird vielleicht kurz nochmal gepennt. Aber mal sehen, ich sage euch dann später, ob ich gepennt habe oder ob ich weiter nur YouTube geschaut habe. Ich habe mich jetzt rausgelegt, es ist noch wunderschönes Wetter. Wir haben es jetzt mittlerweile schon 18.35 Uhr. Ich höre jetzt ein bisschen Musik, einfach nur liegt da 20 Minuten und dann packe ich meine Sachen, mache mich am Weg zu meiner Freundin und dann steht aber auch heute nicht mehr viel an, beziehungsweise steht generell nicht mehr viel an. Tag ist eigentlich schon vorüber, außer es wird nur mehr gegessen, Freunde. Aber eigentlich wie jeder Tag, pumpen, zu Hause chillen, keine Ahnung, es ist einfach gerade wirklich nur dasselbe, aber es ist einfach so geil, ich liebe es wirklich. Beste Leben einfach nur, trainieren, essen, Freundin, was wünscht man sich mehr? Ist einfach nur wirklich geil, auf jeden Fall chill ich jetzt noch, genieße die Sonne und melde mich dann später wieder, Leute, peace. So, Freunde, ich bin jetzt bei meiner Freundin angekommen und zwar gibt es schon direkt mal eine kleine Vorspeise. Und zwar zwei Spinatknödel. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so gut aus. Aber ich muss sagen, ich esse es jetzt zum ersten Mal und mir schmeckt es. Obwohl ich nicht so der größte Spinatfan bin, aber es gibt eine geile Hauptspeise, sage ich jetzt mal. Und zwar Piccolinis Salami. Einfach nur Bombe. Ich schwör's euch, werde ich euch dann auch gleich zeigen, wie viele Stück ich esse, weiß ich nicht. Wir haben jetzt mal 20 in den Ofen gegeben, aber wir sind zu dritt. Also mal schauen. Auf jeden Fall wird jetzt mal gut reingehauen. Und ich melde mich dann gleich nochmal bei den Piccolinis. So, Freunde, Piccolinis sind fertig. Gönnt euch einfach diese Weltschönheit. 20 Stück. Einfach nur geil. Wird sich jetzt reingehauen. Und dann gibt es noch zur Nachspeise ein gutes, altes Magnum Mandel. So, Freunde, für mich gab es jetzt noch als Nachspeise ein Magnum Mandel. Und das war's dann aber auch schon für heute. Ich bin echt voll. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Vlog gefallen hat. Ich werde mich jetzt verabschieden, weil wir haben es jetzt eh schon fast 10. Und heute steht nichts mehr an, außer ins Bett, Netflix schauen, YouTube schauen, ein bisschen chillen einfach. Und
Was ich noch sagen wollte, mich würde es wirklich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare ein Feedback geben würdet, wie ihr das findet, beziehungsweise was ihr davon haltet, wenn ich so eine Art Videoreihe mache, wo ich vielleicht mit Zuschauern oder so trainiere. Wäre doch geil, oder? Lasst mich das auf jeden Fall wissen, ob euch das auch gefallen würde. Und dann mal schauen, was die Zukunft so bringt. Auf jeden Fall würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir auch einen Daumen nach oben da lässt, wenn ihr mir ein Abo da lässt. Wir sind einfach fast 20.000. Wirklich gestört. Riesen Dankeschön an jeden Einzelnen draußen. Unendlich dankbar für alles, wirklich. Und wie gesagt, Like da lassen, in die Kommentare schreiben, was ihr wollt, Freunde. Würde mich auf jeden Fall über alles freuen. Hiermit bin ich raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Vormittag, schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute. Haut rein.